Was geht? Willkommen zurück bei Mario Luigi 3, dem Finale. Aber das habe ich auch schon vor 5 Parts oder so gesagt. Keine Ahnung. Liegt daran, dass das Finale von dem Spiel sich von allen, sagen wir mal, am meisten zieht. Es dauert 3 Stunden, bis man bei den finalen Bosskämpfen angekommen ist. Nun denn, was ist das eigentlich für ein neuer Gegner da? Diese Finsterkanone, der macht mir Angst, deswegen gibt es jetzt einfach mal einen Panzer. Wollen wir hoffen, dass der ausreicht, um den Kanonentypen da zu töten. Einige tolle Treffer, insgesamt fast 200 Schaden, aber es reicht nicht. Luigis Hammer, kann der noch was ausrichten? Nicht genug. Ah, doch. Aber er flüchtet dann. Interessant, kriegt die Erfahrung trotzdem? Denn ich brauche sie. Ohne Scheiß, ich brauche sie. Ich denke, dass das Spiel will, dass man vor dem finalen Bosskampf auf Level 30 ist, mit allen Charakteren. So, wir sind kurz vorm Ziel in Bowsers Körper. Der Finsterstern, der ist ziemlich dreist. Er versucht nämlich, Daten von Bowser zu kopieren. Und ja, wenn ich mich nicht ganz irre, versucht er sogar, die Gestalt von Bowser anzunehmen. Also, das ist sehr, sehr seltsam. Wenn nicht, dann zumindest seine Fähigkeiten kopieren. Verschwinde, du verdammter Gegner. Ja, das Blöde ist, dass die verdammt schnell sind, ne? Schneller als Mario und Luigi. Okay, ich bräuchte eine Attacke, die alle killt. Ich habe jetzt Lust auf den Fresskorb. Oder warte, trifft er die fliegenden Gegner nicht? Das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist ein Riesenproblem. Okay, machen wir lieber die Teleportertür. Aber die muss dann auch klappen. Und das ist nicht ganz so sicher. Vor allem, weil man manchmal auch beide Knöpfe drücken muss. A und B jetzt zum Beispiel. Und man sieht auch nicht immer, wo die Charaktere rausspringen. Okay. Ah, jetzt habe ich es versaut. Aber insgesamt sah das nicht schlecht aus, oder? Oh nein, er dupliziert sich wieder. Dieser Dreckskerl. Luigi, 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 pass auf. Und jetzt Mario. Okay, gut ausgewichen. Da ich das schon wissen muss. Mann, Ziel alle. Aber da steht nicht, dass fliegende Gegner nicht getroffen werden können. Deswegen probieren wir es einfach mal. Und hoffen, dass die Erdbebenattacke auch fliegende Gegner trifft. Weil sonst habe ich echt verkackt. Aber es stand da nichts davon, ne? Das finde ich schon unfair, wenn die das nicht sagen. Im Nachfolger stand es auf alle Fälle. Ob das in den vorherigen Spielen so war, weiß ich jetzt nicht. Ob es da überhaupt so eine Attacke gab. Es trifft nicht. Super. Super Bullshit. Aber lieber finde ich das in einem normalen Kampf raus, als bei einem Bosskampf, oder? Richtig doof. Ja, dann habe ich jetzt hier das Riesenproblem. Aber viele Leben haben die Gegner nicht mehr, deswegen packe ich jetzt den Gummiball aus. Und dann wird es schon passen. Ich brauche dann nach dem Kampf aber auf jeden Fall mal eine Heilung. Ah, ist das blöd, ey. Wieso steht denn das da nicht? Ist doch kein Problem, da hinzuschreiben, ja, nicht gegen fliegende Gegner oder nur Boden oder sowas. Yeah, beide ein Level up. Level 30 erreicht. Also, das Minimalziel ist somit geschafft. Wir erhöhen bei Mario. Den Angriff, aber es hat wieder nicht zur 3 gereicht. Schade, schade, schade. Luigi, jetzt bist du dran. Bei dir, bin ich sehr überfragt. Er hat sogar eine 4 bei Angriff. Das könnten wir natürlich probieren. Bei Verteidigung auch. Und bei Bart auch. Ich nehme jetzt aber mal den Angriff. Und es wird wieder die 1. Ja, ich habe aber auch nicht so Lust, da ewig lang alles laufen zu lassen und das so zu timen. Weil das würde euch auch ankotzen, wenn ich da eine Minute brauche, bis ich da den richtigen Wert ausgewählt habe. Deswegen nehme ich lieber das Schlechtere. Weil erstens ist das Spiel dann spannender. Und zweitens sparen wir Zeit. Also gut für alle. Ah, Moment, Moment. Mir fällt aber ein, dass ich dringende Heilung benötige. Sonst, ja.
aber ein großes Problem. Ultrapilze. Immer die schlechtesten Pilze zuerst nehmen, weil die geilen Pilze, die braucht man dann ja eventuell im Kampf selbst. Versteht ihr? Oder ich hätte auch Nüsse benutzen können, stimmt. Naja, es ist egal. Dann ein Super-Sirup für dich und noch eins für dich und für dich noch eins und dann passt es. Fürs Erste. Weiter geht's, Freunde. Wir wollen auf jeden Fall in diesem Part aus Borsos Körper wieder raus. Den Finsterstern einengen, ihm Angst machen, keine Ahnung, was auch immer geschehen wird. Oh, da gibt's noch mehr Geld. Geld, 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 Geld. Aber ich werde nicht zurückgehen und mir die geile Ausrüstung beschaffen. Scheiße. Ich habe zwar schon genug Geld, um mir diese eine 20.000er Hose da zu kaufen. Aber das wäre ein bisschen zu pussy, oder? Also das braucht's nicht. Nee, 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 nee. Für die Kampfarena ja, aber nicht für den Final Boss Kampf. Aber meistens ist es ja so, dass die Kampfarena eh schwieriger ist. Ich denke, so wird es auch diesmal wieder sein. Also in Dream Team Brothers war es auf jeden Fall so. Da kam ja nochmal so gut wie jeder Boss oder sogar jeder Boss, den es gab, dran. In einer schwereren Version. Boah, und Antasma X war übel, ey. Und dann gab es ja sogar noch einen Secret Boss. Und die Stelle hier ist richtig assi. Weil man braucht sich nur einmal vertippen mit dem Touchpen und schon bist du wieder am Anfang. Ich hab's ja schon mal gesagt, das Finale von dem Spiel gefällt mir leider nicht ganz so. Es zieht sich sehr, sehr krass, also schlimmer als die anderen und diese ganzen Minispiele, die hier noch erfunden werden, die sind wirklich nervig. Ich wäre dankbar, wenn wir jetzt langsam mal hier durch wären. Stopp und rüber. Stopp. Hoch. Stopp, stopp, stopp. Ey, Mann! Das ist so hoch gescrollt und dann bin ich verrutscht mit dem Kack. Das kann doch nicht sein. So ein Bullshit. Es nervt. Unheimlich. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich schon hier beim Finale hänge, ne? Ich dachte, das ist schnell geregelt, wie alles andere auch, weil so ultra lang kam mir das Spiel jetzt ohnehin nicht vor. Aber Pustekuchen. Stopp! Ja, seh's! Ich hab doch den blöden Block angetippt! Ich schneide das jetzt gleich, weil ich habe da echt keinen Bock zu. Ich meine, machen muss ich es dann so oder so, aber dass ich dann jetzt wegen dem Schmarrn hier meine Zeit verliere. Nee, danke. Aber es ist wirklich wegen dem Hoch- und Runter-Scrollen. Weil da muss ich mich dann drauf einstellen. Jetzt ist es mir zu gefährlich. Ich muss noch ein Stück runter. Ein Stück runter! Er will nicht, dann gehe ich halt nach links. Okay, Glück gehabt. Hoch, stopp, stopp. Rechts, stopp. Hoch, stopp. So geht ja alles wunderbar. Nur da, wo es dann eng wird und das Ding nochmal hochscrollt, dann geht's nicht mehr. So, neuer Rekord. Hier waren wir noch nicht. Mario, geh mal rüber. Stopp. Boah, ist das asozial. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich es wirklich. Fuck. Jetzt muss ich schräg runter. Ey, man sieht nichts da unten. Das ist total unfair. Aber ich hab's. Geil. Geld. Geld. Haben wir hier alles gefunden, ja? Darf ich jetzt runtergehen? Weil nicht, dass es dann heißt, da wäre noch was gewesen. Aber selbst wenn, ist mir das jetzt echt egal. Eine Abkürzung ist erschaffen und wir können weiter. Yippie-Juhei. So, hier ist nochmal Geld. Dann Gegner, gegen den ich nicht unbedingt kämpfen möchte. So, deswegen lassen wir... Oh, sind hier viele Gegner, Alter. Muss aber echt nicht sein jetzt. Wundernuss, ein Abpilz DX. Warum kriege ich hier bitte schön so viel Zeugs in den Hintern gestopft? Sind wir jetzt gleich da? Bei dem Mega-Ultra-Boss? Oder was passiert jetzt? Auf jeden Fall nutze ich jetzt mal die Kreiselröhre, um hier ein wenig aufzuräumen. Pam. Pam. Wow, dreimal, dann ist der schon tot. Ist ja richtig geil. Immer weiter so. Scheiße.
Ja, ich war mir nicht mehr 100% sicher. Luigi. Oh, schade. Es war richtig, aber ich darf nicht mehr weitermachen, sonst... Ja, wurde mir nicht erlaubt, jedenfalls. Ach, Mist! Sobald man einmal exzellent erreicht hat bei der Kreiselröhre, bricht sie leider ab. Ja, ihr seid die coolsten, oder? Ihr glaubt zumindest, ihr seid die coolsten, aber ihr seid gar nichts. Nothing! Fassgeballer-Attacke. Nimm den hier. Oh, beschissene Aufteilung. Richtig beschissene Aufteilung. Mario. Mario. Wir sind aber eh gleich tot. Das ist auch Mario. Oder auch nicht. Oh, der lebt noch. Ich glaub's echt nicht. Das teilt er sich, oder? Darf ich? Ich darf. 2400 Erfahrungen. Alter, wenn man wirklich gegen jeden kämpft, dann kann man nochmal so krass viele Erfahrungspunkte bekommen. Keine Ahnung, ob da unten jetzt noch ein Item war. Nein, nein! Oh, das wollte ich nicht. Oh Gott. Was bewacht der? Ich muss es rausfinden. Das könnte ein Ausrüstungsgegenstand sein. Er ist alleine. Immerhin, er ist alleine. Trampolin. Kann man eigentlich nur die Kanone angreifen oder auch den Spinner, der das Ding da führt? Weil der flüchtet er dann. Warum auch immer er flüchten darf. Schissen. Es reicht trotzdem, oder? 400, ich bitte dich. Da muss er tot sein. Ist er auch. 670. Okay. Nächstes Mal, wenn man gegen den kämpft, dann schaue ich mal nach, ob man den auch treffen kann, den hinteren Assi. Komme ich so wieder hoch? Tatsächlich. Gut. Hier ist ein Sternbonbon noch. Ja, ich brauche auf jeden Fall mal wieder eine Heilung. Und zwar braucht Luigi einen Superpilz. Und wir verteilen wieder Sirup. Das ist hier wirklich nach jedem zweiten Kampf. Das ist nicht, weil ich schlecht bin. Oder, na gut. Müsst ihr entscheiden. Aber ich spiel's blind, ne? Nur so zu... Was machst du da? Er drückt mir die Lunge zu. Was hat er jetzt wieder für eine Information bekommen? Ich meine, er konnte schon den Schlag Feuer spucken und jetzt Stampfattacke. Ah, ja. Ja, Stampfattacke kann er jetzt auch noch. Dieses verdammte Drecksteil will wirklich jede Fähigkeit von Bowser lernen. Sag mal, geht's noch? Wir hatten ihn fast und er ist wieder entwischt. Der Finsterstern ereignet sich nach und nach Bowsers Fähigkeiten an. Wir müssen ihn beim nächsten Mal unbedingt aufhalten. Ja, also labern wir nicht, sondern rennen jetzt. Scheiß auf Luigi, los! Los! Keine Zeit mehr für Faxen. Oh man. Also hier geht's nach links oder nach oben? Gehen wir mal nach oben. Du. Ich müsste jetzt bald das Ziel erreicht haben. So, dann hier. Ist das eine Abkürzung oder wie? Tatsächlich. So unnötig. Es gibt wirklich so viele unnötige Abkürzungen. Als ob das jetzt irgendwas ausmacht, oder? Ah, wie dieses Glibber hier. Da unten könnte schon wieder irgendwas versteckt sein. Genauso wie da oben. Harte Socken. Die sind richtig hart, Alter. Kann man die auch um den P... ja, ich sag nichts. Erhöht Verteidigung um 20%. Ja, gut. Frohband oder harte Socken? Frohband. Ja, doch. Frohband. Luigi hat so viel Karpi und auch gute Verteidigungswerte. Der braucht da nicht unbedingt noch einen Boost. Also ganz im Ernst, ne? Jetzt bei den finalen Bosskämpfen, da kommt's echt nur noch auf Angriff an und Karpi vielleicht und so Zeug. Aber er braucht jetzt da nicht unbedingt die Verteidigung noch hochschrauben. Weil wir kämpfen ja sowieso nur mit Spezialattacken. Alles andere wäre ja kompletter Wahnsinn. Und bei den Spezialattacken ist es nun mal wichtig, eben auch mal tolle Treffer hinzulegen. Unten könnte noch was sein. Ah, die rote Röhre. Die letzte Verbindung, diese Abkürzung da. Hab ich da drauf Bock? Eigentlich nein, aber ich mach's trotzdem. 100 Münzen und... das war noch... egal. Da wäre noch mehr Geld gewesen, aber ich war zu blöd dazu. Die letzte Abkürzung. So, jetzt müsste es eigentlich langsam wirklich vorbei sein, hier bei Bowsers Körper. Das Dumme ist nur, jetzt muss ich da an den Gegnern vorbei. Aber ich kann mich ja auch unten durchgraben. Ach ja, gab es nicht 8 Bohnen hier? Ich habe echt nur 2 gesehen. Wo sind denn die anderen, bitteschön?
Aber diese zwei Bohnen kann ich ja zumindest mal einsetzen. Eine Herzbohne für Mario und eine Spezialbohne für Luigi. So. Das ist echt so. Wo sind denn die restlichen Bohnen, Mann? Oh, oh. Schnell, grab dich ein. Aber der kann wenigstens nicht an... Oder doch, er kann. Er kann sehr wohl. Gummiball! Da kann es ja noch passieren, dass der Gegner verwirrt wird. Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber wäre richtig geil. Vor allem, wenn es dieser Kanonentyp da ist. So, immer weiter, immer weiter. Wir wollen unsere Gegner loswerden. Nein, zu früh gesprungen! Nein! Ich depp! Was macht er denn jetzt? Pusht er ihn, oder was? Oh! Okay! Also die Attacke, glaube ich, hat er noch nie gemacht, oder? Bullshit! Ich habe ja voll kassiert. Nochmal Fastgeballer. Wollen wir hoffen, dass es dann reicht. Ja, gleiche Scheiße wie vorher. Okay. Ja, passt. Komm schon, stirb jetzt, stirb! Yeah! Was ist das eigentlich für ein ekliges Ding? Das ist so eine Spinne und gleichzeitig ein Ei und... Einfach beängstigend. Das ist der nächste. Ich gehe erstmal runter. Oder? Unten... wieder einige Röhren. Wieso? Was bringen die? Okay, ich muss auf jeden Fall darüber. Bowser, ich brauche deinen Eisatem. Aber bitte ohne Mundgeruch, danke. Und über ihn drüber springen kann ich nicht. Ich muss gegen ihn kämpfen. Ich habe gar keine andere Wahl, ja. Aber mit zweimal Trampolin werden wir den eigentlich los, denke ich. Man kann übrigens nur die Kanone angreifen, nicht den dahinter. Was weiß ich wieso. Komisch. Wobei bei der Superstar Saga gab es ja auch so welche Gegner. Oh, schön, exzellent. Oder auch nicht, wieso? Naja, solange es reicht, ist es mir egal. Bei Superstar Saga gab es sowas auch. Da waren das, glaube ich, so Elite-Shy Guys oder Goombas oder was auch immer, die dann so Kanonen gehalten haben. Man konnte auch nur die Kanonen angreifen. Jetzt ist es exzellent. Wieso denn vorhin nicht? Ich habe doch alles genauso gemacht. Naja, ist egal. Ist egal. Ich hätte eigentlich auch schon 1000 Mal meinen Orden da benutzen können, ne? Dass ich mehr Erfahrung und Geld bekomme. Aber... Ich hab's nicht gemacht, weil ich ja nie weiß, wann es denn zu einem ernsten Kampf kommt. Und das war falsch. Es geht mir auf den Sack. Dup, dup, dup. Und im ernsten Kampf will ich dann natürlich sofort das aktivieren. Eisatem nochmal. Also jetzt müsste es echt langsam soweit sein. Wie gesagt, wir haben die letzte Abkürzung aktiviert. So viel Weg kann da nicht mehr kommen. Aber wo sind die letzten Bohnen? Verdammt. Ey, was ist denn das? Was ist denn das? Wie komme ich denn da hoch? Durch eine orangene Röhre. Aber ich bin doch... ETH. Ich bin doch da lang gegangen. Okay, das ist ein Rätsel, das ich wohl nicht mehr lösen werde. Schade, weil da ist bestimmt ein Ausrüstungsgegenstand. Hä? Ich schaue nochmal offscreen, ob ich die Lösung finde, aber ich denke, hier wird jetzt das Finale stattfinden. Zumindest in Bowsers Körper. Eigentlich ganz klar. Man muss nur vorher diese unsichtbaren Blöcke hier aktivieren. Eigentlich keinen Akt. Und dann kriegt man hier die... die Sternhose. Ich fasse es einfach nicht. Das ist die, die wir für teures Geld im Itemladen gekauft haben. Man kann sagen, ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man nur so falsch machen kann beim Sternladen. Aber ich konnte es ja nicht wissen, ne? Echt fail. Weil wir hätten nämlich diese Schuhe kaufen müssen, die den Angriff verstärkt. Und nicht die Handschuhe. Die bekommt man nämlich auch in den Hintern gesteckt. Ja, die Sternhose haben wir jetzt, glaube ich, schon dreimal, weil ich habe sie doch mit Luigi auch gekauft, oder? Wenn nicht, dann nützt sie mir sogar noch was. Also wir können noch hoffen, dass es was gebracht hat. Mal schauen.
Erstmal die Gegner hier weg. Warum lebt der noch? Naja, wenn er unbedingt möchte. Ha. Keine Chance, mein Freund. Hau ab. Yeah. Also schauen wir mal. Wollen wir mal hoffen. Ah, es hat nicht ganz gereicht für ein weiteres Level-Up. Schade. Wäre ganz nice gewesen jetzt hier kurz vor Ende. Da gibt es noch Super-Sirup. Das kann ich auch gleich verwenden. Also, nee, Sternhose mal dreimal. Naja, was soll ich sagen? Fail. Dann muss ich sie verkaufen. Dann habe ich vielleicht noch kleinen Gewinn damit gemacht. So. Noch ein paar Kapi. Also eine Supernuss fresse ich auf jeden Fall. Ja, dann passt es. Also ich denke, dass wir jetzt auf die Lust kriegen werden. Nur gegen wen oder was werden wir kämpfen? Das ist die große Frage. Drückt mir die Daumen. Mario Luigi, er ist in der Nähe der Finsterstern. Wir haben ihn anscheinend in die Enge getrieben. Wenn wir ihn jetzt nicht aufhalten, dann sieht es sehr, sehr finster aus. Witzbold. Seid ihr bereit? Wenn ihr euch noch nicht bereit fühlt, können wir noch etwas abwarten. Wir dürfen uns jetzt keine Fehler leisten. Seid stark. Okay. Okay, sieht so aus, als ist der Stern oder etwas, was er eben produziert, der erste Finalboss. Der zweite wird dann wahrscheinlich Krankfried sein. Also ich würde sagen, alles oder nichts, ne? Dann kämpfen Mario Luigi wohl gegen den Stern und Bowser gegen Krankfried. Oh, und er sieht auch schon bedrohlich aus, du. Aber so richtig übel. Dass meine Parts aber auch immer enden, wenn ein Bosskampf ansteht. Das ist wirklich Pech. Für euch. Wartet, es ist zu gefährlich, hier weiterzugehen. Was macht er denn da? Oh nein. Der erschafft so einen bösen Finster-Bowser oder sowas, oder wie? Das war ja fast klar. Nein! Jetzt will er mich einsaugen. So, aber geht's noch? Stopp, du Spacko, nein! Mario. Oder war das jetzt gut? Er hat ihm offenbar nicht geschmeckt. Yay, er verwandelt sich zurück. Luigi, du hast es geschafft. Oder auch nicht. Oh oh. Crap. Wie er schreit. Nein.